Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts im Kampagnenmodus. Ja, ich bin gespannt, wie das heute klappt, ne? Also, zwei Level haben wir noch. Das letzte Mal haben wir ja schon das Level Magma Strahl Teil 2 versucht und sind grandios dran gescheitert. Also, wir wissen wahrscheinlich, wie es geht, aber es klappt noch nicht so ganz. Und ich hatte ja gefragt, weiß nicht, ob es letzte Folge oder vorletzte Folge war, ob ich weitere Kampagnen spielen soll. Und der Großteil sagt, ja, bitte, spiel weitere Kampagnen. Das werde ich gerne tun. Und ich, sorry. Und ich muss ja auch irgendwie mal durchkommen, ne? So, also wir wissen, was wir hier zu tun haben. Ich kann euch allerdings nicht versprechen, dass es wirklich funktioniert. Ich bin gespannt. Ich habe mir echt klar vorgenommen, dass ich dieses Level heute schaffe, aber ja. Also letztendlich ist es ja so, wir müssen da irgendwie erstmal rüberkommen. Brauchen halt einfach ein bisschen, sag mal, Zeit ist so ein bisschen unser Problem. So. So. Aber die Verbindung schnell herstellen. Das ist schon mal wichtig für uns. Und jetzt müssen wir halt zusehen, dieses Mal, dass wir vor allem auch einen ordentlich Flak dahin hinbekommen. Weil das hat uns das letzte Mal ganz schön Probleme bereitet. Und das würde ich gerne dieses Mal vermeiden, dass wir da nochmal Probleme bekommen. Direkt an. Hier müssen wir anfangen. Ja, Munition herzustellen für den Laser. So. Panzerung nicht vergessen. So. Ah, Mist, das war gerade Geld rausgeschmissen, aber wurscht. Ja, was muss ich machen als erstes? Als erstes am besten wieder ich. Das Ding da oben. Aber was ich ja tatsächlich mal versuchen könnte. Das ist jetzt aber tatsächlich ein harter Versuch. Ah, scheiße, da darf ich nicht hinbauen. Ah, Kacke. Gut, kann ich mir gleich sparen deswegen. Ich hatte überlegt, ob ich oben hinbauen kann. Naja, wurscht. Also den hätte ich mir gerne geholt, aber dann halt nicht. Was nicht sollen sein, nee. Diesmal werde ich versuchen, sofort so viel wie möglich Panzerung auch aufzubauen, aber dafür brauche ich erstmal Geld und ich brauche Munition. Also das ist das Problem. Könnte noch überlegen, was kann ich. Das mit dem AP-Sniper finde ich doof. Was ich diesmal mache. Scheiße, ich kann keine normalen Kanonen bauen, sehe ich gerade. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Schild oder Laser, ey. Laser. Muss das mal ein bisschen noch besser aufhängen, die ganze Nummer hier. Sonst reißt uns das alles irgendwann wahrscheinlich weg. Gut. Upgrade Center könnten wir vielleicht noch holen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die überhaupt brauchen werde. So, und jetzt gucken wir mal zeitlich gesehen, wie gut sind wir gerade zeitlich. Also einen muss ich ja theoretisch definitiv mal hier durchschicken. Oh Scheiße. Das war nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen.
Komm, ich baller da einfach mal ein bisschen was rein. Einfach mal ein bisschen Schaden machen da oben. Sehr schön. Das gefällt mir doch ganz gut. So, warte mal. Wo muss ich denn den jetzt hinbringen? Irgendwo da. Zack, 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 zack. So, der war wichtig. Kann er bitte mal aufhören, so rumzudümpeln? Diesmal brauchen wir noch mehr Panzerung. Definitiv. Das habe ich nämlich das letzte Mal versaut. So. So, es geht gleich groß los. Diesmal werde ich es mit dem versuchen, definitiv. Okay, I see what you do there. Ohne mich, Kollege. Der versucht mich abzuschneiden, der Sack. Diesmal bin ich vorbereitet. Warte mal, mir fällt gerade was auf, ne? Das hatte jemand in die Kommentare geschrieben. Autsch. Hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mehrmals da drauf schießen muss, was ja korrekt ist. Da habe ich gerade fast nicht dran gedacht. Nämlich erst den Weg quasi freiräumen. Was habe ich jetzt getan? So. Vorsichtshalber. Mehr davon. Sehr gut. Boom. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, das Ding zu killen. Einmal vorne und einmal in der Mitte. So, gut gemacht, du Depp. Wenn du doch nur halb so schlau wie dein Alter wärst. Was zum... Du solltest tot sein. Der Gesichtsausdruck, ich war nicht mal auf diesem Dreadnought. Nein, die Schaltpläne und ich sind durch das Abwasserrohr entkommen, während du über deinen Papi gelabert hast. Bis bald, du Trottel. Verdammte Admiral, bitte melden, Admiral. Captain Capacitor, hoffentlich gibt es gute Neuigkeiten. Ich habe soeben die geheime BPO-Basis zerstört. Würde ich jetzt nicht so sagen. Gut, dann will ich dir das mal nachsehen. Du bist fast zum Piraten erklärt worden. Was mit deinem Vater, hast du ihn gefunden? Das habe ich. Freut mich, das zu hören. Wie geht es ihm? Er ist tot. Oh, tut mir leid, das zu hören. Er war ein guter Mann. Sir, der BBU-Kommandant entkam der Basis, bevor sie zerstört wurde. Sie hat Pläne für eine große Schreckenswaffe, die
das Auge Gottes genannt wird. Ich bitte um Unterstützung, da ich weiß, wohin sie unterwegs ist. Du hast echt Nerven, sowas zu fragen, nach dem, was du abgezogen hast, Captain. Schick die Koordinaten, ich werde sehen, was ich tun kann. Ei, ei. Gut, das Einzige, was ich tatsächlich nicht geschafft habe, war das mit den Scharfschützen. Das ist mir aber sowas von Mulat, ey. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es hat geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hier direkt mal ein bisschen abzubrazen war wichtig. Unten diese Vorschubbasis. Ich bin sehr zufrieden. Und dadurch haben wir jetzt auch den konzentrierten Laser bekommen. Wahrscheinlich werden wir den in der nächsten Kampagnenmission auch brauchen. Und das dürfte dann jetzt die letzte Kampagnenmission sein. Ich bin sehr gespannt. Admiral, ich habe den Standort der BPO-Flotte auf diesem Gebiet eingegrenzt. Gute Arbeit, Captain. Wie verlangt, habe ich alle Schiffe in das Gebiet gebracht, um der verbleibenden BPO-Bedrohung entgegenzuwirken. Das sind tolle Nachrichten. Mit all der Feuerkraft, die wir aufbringen können, können wir dem Einfluss, den die BPO in diesen Gewässern ausüben kann, ein für alle Mal ein Ende setzen. Wird hart, aber wir haben alle verfügbaren Technologien zur Verfügung. Wir auch. Ah, das wird ein Kampf. Wie schade, dass sein Vater nicht hier ist, um die Zerstörung zu sehen, die sein Genie ermöglicht hat. Ermöglicht gemacht hat. Sprich nie wieder von meinem Vater. Er war ein Mann des Friedens. Und dieser Kampf wird sein Meisterwerk. Auf Kampfstation, nicht? Okay, das wird also einfach tatsächlich ein harter Fight. Mann gegen Maus. Was haben die? Also Deckgeschütze. Wir brauchen ohne Ende Deckgeschütze. Warum sind unsere Schiffe übrigens viel kleiner als die? Finde ich nicht so gut. Aber so what? Fang gleich mal an. Hier auf jeden Fall Panzerung einzuziehen. Vielleicht dann sogar ein zweites Layer. Müssen wir mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. So, aber erstmal Echo auf Vordermann bringen. So. Na, guck mal, wir haben noch ordentlich Platz, zumindest unten. Da kommt logischerweise halt die Energieversorgung hin. Da ist nämlich Platz. Okay, hier darf ich nicht bauen, das macht die KI. Mir soll es recht sein. So. Hier und da überall mal ein bisschen Panzerung hin. Die Dinger sind einfach komplett ungeschützt. Das finde ich nicht so gut. So. Noch eine Flak. Dann schon mal ganz gut aus. So. Wir brauchen auf jeden Fall Waffeln. Sehr viele Waffeln brauchen wir. Ich werde tatsächlich beide, glaube ich, bauen. Munition kann ich jetzt gerade noch nichts machen. Die werde ich dann auch bald upgraden, sobald es geht. So, unten noch ein paar Speicher rein. Ja. Die werden leider ziemlich hoch bauen, deswegen wird es für mich schwierig zu schießen, aber gut.
Das Zeug kommt nicht mal hier drüben an. Ra. Das hier wird mein Direktfeuergeschütz, das hier wird mein Orbitallaser. So, noch ein paar Speichereinheiten. Solange die Gebäude halt nicht fertig sind, kann ich nichts machen, ne. Deswegen upgrade ich jetzt einfach mal. Irgendwie muss ich halt mein Geld gerade mal kurz investieren. So. Damit das halt nicht komplett ungenutzt rumliegt, solange ich warte. So. Und dann kann ich auch mal anfangen, Flugzeuge und Orbitalmunition zu bauen, beziehungsweise ich kann hier schon mal anfangen, den Orbitallaser zu bauen. Also ich könnte jetzt auch mal kurz anfangen, noch ein zweites Layer an Panzerung aufzusetzen. So. So. Können wir die benutzen? Ach, die Raketen. Das könnten wir uns auch hier überlegen. Vielleicht gar nicht so eine doofe Idee. Dann packe ich mal hier die Flugzeuge lieber hin. So, das wird wie gesagt normales Geschütz. Sorry. Mein Hals kitzelt gerade ganz schön. So. 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 Gute Panzerung. Gut, und jetzt brauche ich irgendwas demnächst mal feuern zu können. Ich. Nee. Na, wobei, 90 geht da noch hin. Ah, doch, guck mal. Flak hier auch noch hin. Das Praktische ist. Weil die so niedrig sitzen, können die sehr spät schießen. Also die hier oben können schon sehr früh schießen. Und hier vorne Sachen abfangen. Die hier können erst wahrscheinlich so ab hier feuern. Das heißt, die Flaks werden nicht gleichzeitig getriggert. Das finde ich gerade doch ziemlich praktisch. So, ich baue die jetzt erstmal weiter aus, die Dinger. Sobald da halt irgendwo irgendwas durchgeht, bin sowas von am Arsch. Aber gut. Bisschen was hier unter Deck verlegen und so, ne? So, noch ordentlich Raketen. Das hier muss erstmal umgebaut werden zur Türe. Muss da noch einen Sniper irgendwo platzieren. Der wird leider wohl oben eine recht exponierte Lage bekommen müssen. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich ihn sonst hinpacken soll, aber da hat er dann halt mal kurz gelitten.
wird noch ein bisschen weiter aufgerüstet. Ich könnte tatsächlich mal hier so ein Ding hinpacken. Ich habe schon lange nicht mehr irgendwo in einer normalen Mission gebaut. Gespannt, ob die ankommt und was hier passiert. So. Ah, guck mal, das funktioniert erstaunlich gut. Das ist nicht so gut. Ha, eine ist angekommen. Haben keine Chance gegen mich. So. Nee, wobei, lass das mal. Habe ich gesagt, die soll schießen? Ich glaube nicht. Aber gut. Sehr gut. Also die Munitionsproduktion schreitet weiter voran. Den lasse ich jetzt mal gebündelt feuern. Und wir gucken einfach mal, wo es hingeht. Schade. Feuer. Das sind schon ein paar Raketen jetzt. Krass, also diese Schutzschilde, die machen mir echt Sorge so ein bisschen, muss ich gestehen. Nein. Ah, Timing, ey. Das ist gerade mein größter Feind. Lol. Nice. Perfekter Treffer gefühlt. Sehr schön, der war wichtig, auch wenn es überhaupt nicht geplant war. Na, diesmal hat sie ihn erwischt. Weiß nicht, wie schnell das Ding nachladen kann. Ha! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was dürfte es für den gewesen sein? Ich weiß nicht, wie viel Cores das Ding hat. Hey, der hatte wohl 2, aber das ist jetzt auch unerheblich. Okay, ich habe so das blöde Gefühl, dass die Mission sehr viel einfacher wird als die davor. Oder korrigiert mich. Lol, das war witzig. Jetzt muss ich hier quasi genau die richtige Entfernung schießen. Das war zu kurz. Ja, wobei, so schlecht war das gar nicht. Ah, auf dem letzten Zentimeter ist es leider vorbei. Oh, kriege ich da noch ein bisschen was? Nee, leider nicht. Okay, ich muss einen Tacken höher schießen. Mm-mm.
habe ja noch die Raketen, fällt mir gerade so auf. So, alles mögliche ist im Bau, aber ich kann gerade nicht schießen. Krass, wie viele Schilde hatten der jetzt? Wahrscheinlich haben die jetzt aber schon wieder nachgeladen. Ja. Ah, die kommen auch nicht richtig an gerade. Sehr schön. Treffer, immerhin. Sehr gut. Das war ein guter Treffer. Schön. Gleichzeitig angekommen, das Zeug. So. Weiß jetzt nicht, ob wir zufälligerweise gerade eins von den Schilden platt gemacht haben, aber eins könnte weg sein. Krass, okay. Das hat überhaupt nicht so viel gebracht. Aber die Gegenwehr ist alarmt. Wie die Endschlacht hätte ich jetzt irgendwie was anderes erwartet, muss ich gestehen. Oh, der hat gesessen. Boom. Verwende den Orbital Focus Laser, um ein feindliches Schiff zu treffen. Das habe ich leider nicht gemacht. Aber ganz ehrlich, das hat so gut funktioniert gerade. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom letzten Level. Kommt da jetzt noch was? Boom. Boom. Das ist nicht das Ende. Der schwarze Pinguin wird sich wieder erheben. Boom. Wie ein Phönix aus den... Boom, boom, boom. Wie war das nochmal? Flammen. Verbindung ist schlecht, hast du dein WLAN überprüft? Hallo. Oh, wie das jetzt? Flammen. Es waren wahrscheinlich Flammen. Sehr schön. Mal gucken, und jetzt ist hier eine Beerdigung oder eine Seebestattung, besser gesagt. Wahrscheinlich mein Vater, gehe ich jetzt mal davon aus. Mein Beileid für deinen Verlust, Kapitän. Oh, Salut schießen für den Papi. Ich bin auch stolz auf dich. Das Ende. Ja, ne? Ich habe meine erste Forts-Kampagne durchgespielt. Ich habe alle Missionen gemacht und die meisten auch gar nicht so verkehrt abgeschlossen. Allerdings haben wir natürlich auch nur auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad abgeschlossen, muss man dazu sagen noch. Aber trotzdem, also ich bin wirklich zufrieden. Manche Missionen waren wirklich knackig. Also da gab es die eine oder andere, da hat man so ein bisschen so, schaffe ich die? Aber letztendlich war ja alles okay. Und ich würde sagen, gucken noch schnell, wer da alles so mitgearbeitet hat. Guck mal, kennen wir jemanden hier vielleicht zufälligerweise aus den Testen? Aska. Aska schreibt immer mal wieder... Oder die Kommentare. Taichu, bin ich mir nicht sicher. Kenne ich, glaube ich, auch. Und Samstar Birdies, ist das der Birdies? Ich vermute es tatsächlich. So. Aber ich bin zufrieden. Boom. Boom. Wir haben alle Erfolge bekommen. Wo geht denn das jetzt gerade hin? Hä, wenn ich hier draufklicke, warum, hä? Naja, wurscht. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes für eine Kampagne machen sollen. Das ist die Standard-Kampagne. Das ist die Moonshot-Kampagne. Wer hätte es gedacht, Moonschuss. Deswegen schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Bis dann, tschüssi.